und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar mache ich heute die Sommerabendroutine. Ich zeige euch heute alles, was ich im Sommer nach dem Spielen so mache. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's aber los! Wenn das Wetter gut ist, dann gehe ich manchmal aufs Trampolin und das machen wir jetzt. So, jetzt ziehe ich erstmal meine Schuhe an. Und jetzt gehen wir raus. So, nach dem Essen lerne ich dann immer noch ein bisschen und ich habe hier diese Seite. Die fand ich richtig cool, weil man da immer so Wörter einkreisen muss. Das finde ich richtig cool. Und diese Seite. Da habe ich noch so ein kleines Büchlein. Da gibt es auch andere noch davon und das habe ich schon sehr oft benutzt. Und ja, dann lerne ich jetzt mal. Jetzt bin ich fertig mit Lernen. Und jetzt lese ich noch ein Buch. So, jetzt lege ich meine ganzen Stofftiere weg. Und damit ich auch lesen kann und damit ich gleich ins Bett gehen kann. So, jetzt ist es richtig schön gemütlich und jetzt kann ich gut lesen. Mutter fertig das Spiel gespielt habe, dann suche ich mir den Schlafanzug aus. So, und jetzt gehe ich ins Bad und ziehe mich um, aber natürlich dürft ihr nicht dabei sein. Bis gleich. Im Sommer ist es immer abends noch so hell und da muss man aber trotzdem schlafen, weil es ist ja auch spät und ich habe außerdem dann auch morgen noch Schule. Und jetzt mache ich meine Rollladen runter. So,
So, jetzt setze ich noch meine Brille ab und die Mama liest mir immer abends eine Geschichte vor. Mit einer kleinen Prise könnt ihr euch selbst in Feen verwandeln und auch wieder zurück in Menschen. Aber denkt immer daran, sie lächelte den beiden zu. Sucht nicht verzweifelt nach der Magie, sondern lasst sie euch zukommen. Sie wird euch... So, das war's mit meiner Abendroutine. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und wie immer wollen wir zwei Leute grüßen. Einmal die Leonie Mittelstädt und Mias Welt. Hallo ihr Lieben, das war's mit dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.